Corporation ist das größte Unternehmen der Welt. Ursprünglich auf Waffen- und Verteidigungsprojekte spezialisiert, dringt sie nun in weitere Felder vor. Biologische Forschung, Weltraumforschung und andere wissenschaftliche Projekte. Dank unbegrenzter Gelder und der Möglichkeit, sich mit ihrer Forschung außerhalb der moralischen und rechtlichen Grenzen zu bewegen, verfügt die UAC über die fortschrittlichste Technologie, die je entwickelt wurde. Transporter im Anflug erfasst. Mars Anflugkontrolle. Darkstar auf 07063. Wir sind bei 38000. Verstanden, Darkstar. Sinken auf 2000. Bodenkontakt bei 26972. Verstanden, Tower. Wir haben Sie auf dem Radar, Sir. Sie werden gleich landen. Ausgezeichnet. Schicken Sie Counselor Swarm direkt zu mir. Ja, Sir. Tower, hier Darkstar im Landeanflug. Verstanden, Darkstar. Alles bereit. Willkommen zurück. Dass es dazu kommen musste. Ich wollte nicht herkommen. Er ließ Ihnen keine Wahl. Stimmt. Aber das ist das letzte Mal. Ich bin es leid, immer wieder seinen Dreck wegzuräumen. Richtig. Sie übernehmen hier. Und ansonsten schlage ich zu. Wenn es denn sein muss. Betrüger wird lernen, sich nach uns zu richten. Wie Sie wünschen, Kanzler. Willkommen auf dem Mars. Alle Neuankömmlinge müssen sich im Empfang melden. Ich war das nicht. Nein, 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 nein. Ja. Wo ist der alte Mann hier wieder gelandet? Inhalt wird gespeichert. Aha, Schnellspeichern gibt's auch. Naja. Interaktive Computerschnittstelle. Ah, was kann man denn hier machen? Oh. Vier kleine Kisten. Oh. Ein mit Meta-Siegel-Container und Ladungsbehälter. Was ist Meta-Siegel? Geheim, 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 geheim. Nicht öffnen. Die Kiste enthält biologische Proben. Verwaltungsmaterial, Verwaltungsmaterial, Datenspeicherung, allgemein. Aha, USB-Sticks und Kopierpapier. Interessant. Ja, das ist hier Doom 3, die BFG-Version oder Variante. Die habe ich in einem großen Fachmarkt in der Krabbelbox gefunden. Da sind alle drei Doom-Spiele drauf. Ich spiele jetzt hier Doom 3. Auf der E3 hat man ja Doom 4 angekündigt. Und da habe ich mir gedacht, ach. City, der wichtigsten Forschungsstätte von Union Aerospace. Ja. Für eine schnelle Abfertigung direkt zum Empfang. Ja. Also, wir sind hier auf dem Mars. Und, Ich muss hier raus. Sprechen? Wie spricht man? Feuer? Ich fliehe von diesem Felsen. Das sollten Sie auch. Ja? Bücke ich mich so? Ah, oh, das ist ein bisschen zu tief. Dann setze ich mich mal neben ihm hin. Ah, oh, haut nicht hin. Gut. Hinsetzen ist noch nicht erfunden. Was ist das? Einzelheit löschen. Oh, es wurde versucht, eine geheime Lieferung zu verändern. Sie verfügen nicht über die erforderlichen Rechte. Ich bin eine rechtlose Seele. Das ist ja wie im Büro. Oh. So, dann wollen wir mal schauen. Was ist das? Derzeit kein Scan-Ziel. Derzeit kein Mars Marine. Meinst du mich? Ich muss dich bitten, für einen Bioscan auf eines der roten Vierecke zu treten. Und wenn ich das nicht mache? Wenn ich das nicht mache? Das Spiel ist übrigens von 2004. Also erwartet nicht zu viel. Okay, ich fange dann mal an. Delta Tango 1-4 bereit. Wenn du dich bewegst, dauert der Fest nur länger. Ich stehe doch ganz still. Gut, der Bioscan sieht gut aus. Freigabe erteilt. Was war das? Im Namen der UAC willkommen in Mars City.
Diese Anlage dient als Knotenpunkt für alle wissenschaftlichen Forschungen. Achtung, Direktor Banks, bitte melden Sie sich bei der Verwaltung. Erstes Ziel der USC sind die Sicherheit und das Wohlergehen aller Mitarbeiter und Gäste. Darum bitten wir, alle Unternehmensvorschriften der USC zu jeder Zeit einzuhalten. Ja. Dazu gehört, sich nur in den freigegebenen Bereichen zu bewegen, stets wachsam zu bleiben und auf sich und andere Acht zu geben. Oh, Wolfenstein-Grafik. Wer etwas Ungewöhnliches bemerkt oder einfach nur eine Frage hat, kann sich an den nächstgelegenen USC-Sicherheitsposten wenden. Aha. Sie sind hier, um zu helfen, egal um... Hallo. Verriegelt? Unsere Station, ich kann nur da lang. Bietet eine perfekte und Mischung nehmen kann man auch nichts, ne? Nee. Freizeitanlagen noch nicht. Was ist das hier? Der November steht auf dem Mars ganz im Zeichen der Sicherheit. Die UEC hat zahlreiche Workshops zum Thema Sicherheit am Arbeitsplatz organisiert. Der Schlapperkopf geht mir auf die Nerven. Willkommen auf dem Mars. Erstes Mal. Ja. Ich lasse sie zu deinem Quartier bringen. Schön. Okay, zunächst erstmal das Wichtigste. Dies ist ein Personal Data Assistant. Den brauchst du für den Zugang zu allen sicheren Bereichen. Freigaben für Sicherheitszonen werden sofort heruntergeladen. Er ist wichtig. Verliere ihn nicht. Ich sehe hier, dass Sergeant Kelly angefordert hat, dich sofort zu sehen. Geh direkt zum Marine Kommando. Es geht da lang. Folge den Schildern. Privat. Derzeitige Missionsziele. Warum war meine Maus da ganz drüben? Zurück zum Marinekommando. Sprich mit Sergeant Kelly im Marinekommando. HQ. Headquarter heißt das bestimmt. Oh. Woher wissen die meinen Namen? Ich bin Marine. Rang Marine Sicherheit. Mhm. Und E-Mails? Direktor V. Banks. Herzlich willkommen. Ich möchte Sie hier in unserer Heimat, fern der Heimat, willkommen heißen. Wir versuchen, Ihren Aufenthalt hier so angenehm wie möglich zu gestalten. Sollten Sie etwas benötigen, wird Ihr Vorgesetzter Ihnen gern weiterhelfen. Sicher? Ich hoffe, Sie haben Gelegenheit, einige der großartigen Annehmlichkeiten für unsere Mitarbeiter zu nutzen. Die Toiletten. Ich möchte Sie daran erinnern, dass hier technische hochsicherheitssensitive Tests, was sonst, und Studien durchgeführt werden. Und Sie bitten, sich nicht in Bereichen aufzuhalten, für die Sie keine Freigabe haben. Wenn Sie Hilfe brauchen, wird Ihnen jedes Mitglied des Sicherheitsteams gern weiterhelfen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. William Banks. Sergeant Kelly, 15, 11, 21, 45, das ist aber weit in der Zukunft. Und dann so ein hässliches Pad, da sieht ja mein Tablet moderner aus. Marine, melden Sie sich sobald wie möglich beim Marinekommando und unterwegs bitte kein Herumgetrödle. Wir sind knapp an Leuten und ich brauche Sie sobald wie möglich auf Patrouille, Sergeant Kelly. Ich lasse mir Zeit. Wer will denn auf Patrouille? Videodisc. Oh. Willkommen auf dem Mars, Marine. In dieser Einweisung erhalten Sie Informationen über einige Standardprozeduren hier auf dem Marsposten. Sehr schön. Zunächst die Befehlskette. Alle Rekruten unterstehen Master Sergeant Thomas Kelly. So was. Sergeant Kelly teilt sie einem Sicherheitstrupp unter der Leitung eines Sicherheitschefs zu. Für Fragen zu ihren Aufgaben ist ihr Sicherheitschef zuständig. Bleiben Sie im Dienst in Ihrem Patrouillengebiet. Bei der Einteilung der PGs wurde auf überlappende Sicherheit und Effizienzmaximierung geachtet. Mhm. Jeder muss die korrekte Autorisierung für seine Bereiche haben. Diskrepanzen sind im Sicherheitsinspektionsbericht zu vermerken. Die Sicherheit ist für alle Operationen auf dem Mars vorrangig. Handhaben Sie Feuerwaffen mit Vorsicht und schießen Sie nie in Bereichen, in denen Sie die strukturelle Integrität des Gebäudes gefährden könnten. Ah. Ihre Befolgung dieser Verfahren ist entscheidend für Ihren Erfolg auf dem Mars. Denken Sie daran, dass Sie die größte Kampftruppe in der Galaxie repräsentieren und Ihre Handlungen auf das gesamte Unternehmen zurückfallen. Sieht aber hässlich aus. Passen Sie gut auf und viel Glück auf dem neuen Posten. Na gut, was haben wir im Inventar? Fäuste! Geballte Fäuste, die an Armenden angebracht werden, gut zum Zuschlagen geeignet. Ausrüsten. Ja, das hört sich ja interessant an. Na, du hast Hände, ne? Feingliedrige Greifwerkzeuge, die am Armenden angebracht werden. Mit denen man auch tippen kann. Oh.
Was war das? Wie geht denn mein PDA an? Ah, mit der Tab-Taste. Eine Videodisk. Willkommen in der Marineforschung. Im Namen der UAC willkommen in Mars City. Diese Anlage dient als Knotenpunkt für alle wissenschaftlichen Forschungen, archäologischen Studien und militärischen Operationen. Erstes Ziel der UAC sind die Sicherheit und das Wohlergehen aller Mitarbeiter und Gäste. Darum bitten wir, alle Unternehmensvorschriften der UAC zu jeder Zeit einzuhalten. Das ist dasselbe Bildmaterial. Das ist das, was draußen rumlag. Läuft das einfach weiter? Auf sich und andere Acht zu geben. Entschuldigung. Wer etwas Ungewöhnliches bemerkt oder einfach nur eine Frage hat, kann sich an den nächsten... Nach einem vermissten Wissenschaftler. Was? Code Schwarz, vermisst. Wenden Sie sich mit Hinweisen bitte an Ihren Personalbeauftragten. Unsere Station auf dem Mars bietet eine perfekte Mischung aus Arbeitsumfeld, da vibriert meine Uhr. Freizeitanlagen und sozialen Betreuungseinrichtungen für ein echtes Zuhause. Hier komme ich nicht rein, ne? Hier gleich nochmal. Denken Sie daran, wenn Sie so, aber das ist jetzt was vollkommen anderes. Wir gucken jetzt nochmal rauf. Die das Leben jedes Privat, Sonnensystem verändern werden. Wenn Sie Hilfe brauchen. Kann man das nicht stoppen? Ah, es stoppt. Gut. URC, Sicherheit. Code Schwarz, Mitarbeiter vermisst. Dr. Jonathan Ishii vom Delta-Wissenschaftsteam wird vermisst. Der Sicherheitsdienst befürchtet, er könnte verletzt und nicht in der Lage sein, sich zu melden oder an seinen Posten zurückzukehren. Aha. Wer Dr. Ishii sieht, bitte beim UEC-Sicherheitsdienst melden. Er wurde zuletzt im Untergrund von Mars City auf dem Weg zur Luftschleuse bei der alten Kommunikationsanlage gesehen. Ja, wer weiß, was die hier wiederum experimentiert haben, die Jungs. Eigentlich wollte ich einen kleinen Stopp machen, aber die Tasche soll ich ja liegen lassen. Ich hoffe mal, dass das mit dem Sound so einigermaßen hinhaut. Ich weiß es nicht. Das werden wir aber gleich merken. Dann kann ich das nochmal ein bisschen... Spreche! Ah, Sheng! Ich noch nie gesehen. Ich dich auch nicht. Abteilung, die nach uns sehen soll. Könnte sein. Ich bin hier, weil es offenbar gravierende Probleme gibt. Mach Mund zu. Wirklich? Muss ich Sie an die bahnbrechende Arbeit erinnern, die wir hier tun? Nein. Aber ich wurde vom Vorstand autorisiert, mir alles anzusehen. Der Vorstand hat Sie autorisiert? Der hat doch keine Ahnung von Wissenschaft. Die wollen nur, was ihnen noch mehr Geld einbringt, ein Produkt. Keine Sorge, Sie bekommen Ihr Produkt. Nach wie vielen Unfällen? Sagen Sie mir, Dr. Betruger, warum haben so viele Arbeiter Angst, beschweren sich, beantragen die Versetzung vom Mars? Sie kommen halt auf dem Mars nicht klar. Sie sind erschöpft und überarbeitet. Mehr und fähigere Leute und ein größeres Budget hätten selbst diese Unfälle noch verhindern können. Sie bekommen nichts mehr, bis mein vollständiger Bericht dem Vorstand vorliegt. Ich brauche vollen Zugang, Dr. Betruger, Delta eingeschlossen. Da gibt es doch sicher keine Probleme. Nur wenn Sie sich verziehen, Swarm, bleiben Sie mir vom Hals. Hier werden bald erstaunliche Dinge geschehen. Ja, das befürchte ich auch. Was er mit den Augen rumrollt. Ich bin wieder in ihm drin. Ah, was habe ich da beobachtet? Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Hier bin ich jetzt reingelaufen, von da bin ich gekommen. Da darf ich bestimmt nicht hin, das sehe ich so schon. Was haben wir hier? Level 1, Mars City, Untergeschoss, Magnetbahn. Das ist aber sehr unordentlich bei euch, muss ich mal sagen. Hier kann ich runtergehen. Jetzt bin ich hier unten. Jetzt kann ich bücken, jetzt gehe ich hier durch. Und jetzt bin ich hier. Und jetzt hüpfe ich hoch. Guck, hast du das gesehen? Ich denke mal, ich muss... Da kann ich nicht rein, ne? Ich denke mal, ich muss hier lang. Falsche Sicherheitsfreigabe. Zugang verweigert. Mal gucken, was passiert. Hör mal, für diesen Bereich hast du noch keine Freigabe. Geh weiter. So. Dann gehen wir mal weiter. Ein Licht. Ah, Mars Delta Labs Superior Firepower Union Aerospace. Naja. Hab dich noch nie hier gesehen. Ich dich auch nicht. Für einen der Jungs, die wir verloren haben. Nein.
Darf ich hier rauf? Toilette, Zugang entriegelt. Ah, gut. Pfui, Deibel. Oh, ich habe ein Spiegelbild. Die Fäuste sind ausgerüstet. Ich kann aber nicht hauen. Oh, damit kann ich springen? Sehr ungewöhnlich. Hui, hui. Ich bin ein kleiner Springer. Das geht nicht. Ich würde da gerne mal draufhauen. Wollen wir ein bisschen fürs Kera Clean Up spielen? Das ist ganz schön dunkel, ne? Eigentlich soll Doom ja auch ein Horrorspiel sein. Doom 3. War auch eins. Kitchen. Ja, ich habe die Anzugtypen auch gesehen. Irgendwas macht der UAC wohl Sorgen. In Delta soll es noch mehr Unfälle gegeben haben. Unfälle? Der ist gut. Nennen die das jetzt so? Sag mal, was zur Hölle ist da drüben los? Weiß nicht, Mann. Ich repariere bloß die Transformatoren, wenn sie hochgehen. Mehr nicht. Schön. Aber was überlastet sie so? Verdammt, wie viel Energie brauchen die denn? Ich würde lieber nicht fragen. Als Travis anfing rumzuschnüffeln, wurde er ganz schnell versetzt. Aha. Mal gehen sehen. Tja, ja. Keiner hat ihn gehen sehen. Keiner hat ihn gehen sehen, ja, ja, ja. UN News Network, Ihr Universum, jetzt. Die Union Aerospace Corporation bestritt heute Berichte von einer wachsenden militärischen Präsenz auf dem Mars. Ein Sprecher sagte, die erhöhte Aktivität erkläre sich durch einen taktischen Einsatz in entlegenen Planetensektoren. Aha. Die Behörden suchen weiter nach den Aktivisten, die am Montag... Oh, du solltest immer PDA aufheben. Ihr Inhalt wird automatisch auf dein PDA geladen. Das war ein bisschen schnell. Wir gucken mal, was haben wir denn da jetzt geladen? Adam Benbelnitsch? Wartungsupdate. Audiolog des Wartungstechnikers Adam Benbelnitsch. 10. November, 21.45. Hast du von Corporal Allen gehört? Ich habe die Anschlüsse an den Hitzeschilden heute Morgen problemlos reparieren können. Allerdings habe ich da unten etwas ziemlich Seltsames erlebt. Kurz nach dem Einstellen der Anschlüsse hörte ich ganz deutlich ein Flüstern. Ich ging den Geräuschen nach, oh Gott, aber nichts. Ich sah in den Arbeitsprotokollen nach, aber außer mir war heute niemand unten eingeteilt. Das, neben dem, was ich von den Leuten im Delta-Labor höre, hat mich richtig fertig gemacht. Ich bin sehr ungern im unterirdischen Wartungsbereich. Die Leute dort sind irgendwie komisch. Dieses Gemurmel und ihr Aussehen. Der Bereich ist einfach unheimlich. Ich bin ständig darauf gefasst, dass sich plötzlich jemand auf mich stürzt. Ich habe meine Werkzeuge und den kaputten Modulator in den Lagerschrank neben dem Wartungsaufzug gesperrt. Die Techniker können mit dem Schrankcode 396 darauf zugreifen. Lockende. Zettel, 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 Zettel. Zettel, Zettel. 396. Das war bestimmt nicht unwichtig oder so. Wollen wir mal weiter? Reden die noch? Scheiße. Was ist hier? Schirm, öffnen. Aha. Das kann man damit auch machen. Was haben wir hier? Super Turbo Turkey Puncher 3. Was? Super Turbo Turkey Puncher 3. Oh. So fern in der Zukunft, so eine primitiven Spiele. Die Branche hat sich zurückentwickelt. Mal gucken, wie viel wir noch hinkriegen. Geht das auch? Oh. Was macht denn der da für ein Gesicht immer? Ach, der freut sich. Ah. Wie weit kann man das spielen? Gibt's hier irgendwann mal ein Ende? Ich breche die Rekorde. Ich weiß es aber nicht. 2100? Ich habe gleich keine Lust mehr. So, es reicht. Super Turbo Turkey Puncher 3. Super Turbo Turkey Puncher 3. Ach ja, mach dann einfach weiter. Gut, dann kann ich ja mal ein andermal weiterspielen. So. Gehen wir mal hier lang. Ist auch nichts weiter. Da geht's weiter. Da geht's nicht weiter. Was ist das hier? Freiwillig
Agenten stehen in aufregenden Positionen offen. Qualifizierte Personen winkt eine Creditprämie. Erfahren Sie, wie Sie sich in der Freizeit etwas dazu verdienen können. In der Freizeit? Freizeit? Sowas gibt's hier? Ich habe, Mr. Bernesch, ich habe großartige Neuigkeiten für Sie. Sie wurden bei unser letzten Management-Meeting als möglicher Kandidat für das Kontaktaufnahmeprogramm unseres Delta-Labors genannt. Wie Sie vermutlich gehört haben, führen wir hier bei Delta einige spannende und bedeutsame Experimente durch. Ihr Vorgesetzter hat sie uns als geeigneten Kandidaten empfohlen und uns nachdrücklich versichert, dass Sie die perfekte Wahl für diese Aufgabe wären. Ich habe Ihre Akte gelesen und stimme ihm zu. Sie wären das perfekte Testsubjekt. Unsere Arbeit hier ist sehr wichtig für die UEC. Und Sie sollen es als Privileg betrachten, dass Sie die Chance erhalten, daran teilzunehmen. Mr. K. Clear Sky. Oh, klarer Himmel. Das ist ja ein komischer Nachname. Delta Zukunftssysteme, was pfeift dir? Denken Sie daran, eine freiwillige Meldung ist die beste Wahl. Ich würde ungern auf Klausel 12a Abschnitt 543 Ihres Arbeitsvertrages zurückgreifen, die, falls es Ihnen gerade nicht gegenwärtig sein sollte, es uns ermöglicht, Freiwillige zu verpflichten. Ja, entweder du machst das oder du machst das. Das, du hast die Wahl. Hier kann ich nicht weiter. Scannen der ACU oder ECO Zugangskarte. Wir haben keine ECU Zugangskarte. Dr. Braddock, bitte kommen Sie zum Büro der Umweltverwaltung 4 Alpha. Aha. Ich hätte die Kabel aber ein bisschen ordentlicher verlegen können. Gut, bevor ich hier durchgehe, mache ich mal eine Pause. Ich muss mir erstmal anhören, wie das geworden ist. Wir sehen uns dann. Tschüss.